Hallöchen. Eigentlich ist es bei mir ja so, dass ich Dinge, die ich in der Küche gekocht habe, gerne mal nach draußen transportiere auf den Grill. Heute machen wir es mal andersrum. Wir machen heute Country-Style-Rippchen. Dafür brauchen wir eine Country-Style-Soße, zeige ich euch. Und natürlich Rippchen. Entstanden ist das Ganze durch die Reste, die so beim Rippchenschneiden entstanden sind, die Brustspitze und so weiter. Man kann aber auch prima eine dicke Rippe dafür benutzen. Das machen wir heute. Also ich würde sagen, ich zeige euch, was wir brauchen und legen wir los. Willkommen in Onkel Jellys Kochstudio. Auf geht's! Ja, wir starten mit der Soße, weil sonst ist das Brett zu klein für alle Zutaten. Was brauchen wir? Hier einen guten Ketchup brauchen wir. Wir brauchen Apfelessig und Wasser, das ist da schon mal gemixt. Wir brauchen eine Gewürzmischung. Die genauen Zutaten findet ihr in der Videobeschreibung und zum Download als PDF. Da ist unter anderem brauner Zucker drin, Zwiebelgranulat, Selleriesaat, Salz, Cayennepfeffer, ein bisschen normaler Pfeffer, Kümmel und Knoblauchpulver. Und ganz wichtig, Leute, kein Selleriesalz. Nehmt Selleriesaat. Das ist der richtige Geschmack. Kein Selleriesalz. Selleriesaat, ganz wichtig. Okay, dann schnappen wir uns jetzt mal den Ketchup und mixen das alles zusammen. Nicht wundern, ich nehme hier keinen Messbecher, weil hier im Töpfchen, seht ihr irgendwo da vorne, da ist eine Skala drin, das reicht mir zur Orientierung. Hier Wasser und Apfelessig kommen auch direkt hinterher. Die Mischung ist so 2 zu 1, also zwei Teile Wasser und ein Teil Apfelessig. In dem Fall 200 Milliliter Wasser, 100 Milliliter Apfelessig. Und die ganzen Gewürze kippen wir auch da rein. Alles da rein und dann wird das ordentlich verrührt. Ich nehme jetzt hier erstmal einen Löffel und werde dann gleich feststellen, keine gute Idee, das klumpt. Da steige ich dann doch gleich lieber um auf den Schneebesen. Das macht absolut mehr Sinn. So wie hier. Und rührt das wirklich ordentlich durch. Da sollen also keine Klümpchen drin bilden. Ganz einfach deswegen, weil im Prinzip ist die Soße jetzt schon fertig. Die muss jetzt nur für eine Dreiviertelstunde, Stunde bei schwacher Hitze auf den Topf. Und ganz wichtig, Deckel drauf. Die Soße hat beim Köcheln so einen Blub, das versaut euch die ganze Küche. Okay, bei schwacher Hitze, so für eine gute Stunde, lassen wir das jetzt schwach köcheln. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die dicke Rippe. Ja, denkt an scharfe Messer. Das hier ist wieder eine Gewürzmischung von mir, selber zusammengemixt. Das ist Salz, Pfeffer, Knoblauch und Zwiebelpulver, also ideal für Schweinefleisch. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Das hier ist die dicke Rippe, das ist so das Bruststück und die müssen wir aufschneiden. Das heißt, zwischen den Knochen teilen wir das in einzelne Stücke auf. Wie ich vorhin im Intro schon sagte, das Ganze ist entstanden durch das Trimmen der Spare Ribs für den Grill. Also wenn die Brustspitze überbleibt und ich weiß nicht, also die Enden überbleiben, die müssen verwertet werden. Und daraus ist das Rezept Country Style Ribs entstanden, was man normalerweise auf dem Grill macht, aber wir machen das mal in der Küche, ganz einfach, um zu sehen, das, was ihr draußen machen könnt, könnt ihr selbstverständlich auch drinnen machen. Und auch für all die, die nicht die Möglichkeiten haben, so üppig zu grillen, weil sie, keine Ahnung, nur einen Balkon zur Verfügung haben, für die ist das hier ein perfektes Rezept, um mal Barbecue-Flavor in die heimische Küche zu holen. So, jetzt wird gewürzt und diese Stückchen sind ordentlich dick geschnitten. Das heißt, die vertragen auch ein bisschen was von dem Gewürz. Und das machen wir jetzt rundum von allen Seiten. Die Rippchen, wenn wir die so gewürzt haben, die müssen jetzt auch nicht über Nacht oder so marinieren. Das tut überhaupt nicht Not. Die kommen jetzt einfach so lange, bis ich mit der Soße fertig bin. Die ist ja auch gleich fertig. Kommen die einfach nur kurz an die Seite und müssen kurz warten, bis sie an der Reihe sind. Das ist eigentlich schon alles. So, und auf sonderbare Art und Weise haben sich die Rippchen vermehrt. Ja, ich hatte noch ein zweites Stück, weil wir sind ja eine Familie mit 4 Köpfen, wir haben Hunger. Was ich vergessen habe, wir brauchen noch eine Zwiebel. Die schneide ich jetzt gleich noch nebenbei in Halbringe und dann ist das gut. Ja, am Herd haben wir einen Bräter stehen, der ist schon mal ordentlich aufgeheizt. Jetzt wäre mir fast die Kamera umgekehrt. Der ist schon mal ordentlich aufgeheizt mit ein bisschen Öl drin, da muss nicht viel sein. Und da braten wir jetzt alle Rippchenstückchen von allen Seiten richtig scharf an. Also da soll richtig Röstaroma dran. Scharf anbraten von allen Seiten, das sind so 3 Minuten von jeder Seite ungefähr bei ordentlicher Hitze. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Das ist dann schon fast, ja, die ganze Arbeit, die wir machen mussten. Und wenn die Rippchen so aussehen, dann könnt ihr sie wenden. Es ist durchaus erlaubt, zwischendurch mal zu spieken und zu gucken, wie sie aussehen von der anderen Seite. Wenn sie so aussehen, umdrehen, andere Seite brutzeln.
Fertig sind sie, also fertig angebraten. Gar sind sie noch nicht, das erkennt man noch ganz gut, da ist noch ziemlich viel Rot dran. Das ist die böse Zwiebel, die ich vergessen hatte, die habe ich in Halbringe geschnitten. So, jetzt mache ich mir mal ein bisschen Platz hier und nehme mir einen kleinen Untersetzer. Und da kommt der Bräter drauf, weil der ist noch heiß und ich möchte mir nicht mein hübsches Alien-Barbecue-Brettchen verbrennen. Ganz wichtig, Topflappen, der ist nämlich wirklich noch heiß. So, den stellen wir uns dann mal hin und dann wird er erstmal mit den Zwiebeln befüllt. Die verteilen wir einfach lose auf dem Boden. Das, was da drin ist, nicht rauskratzen, rauswaschen, das sind die Röstaromen. Die wollen wir natürlich auch noch später im fertigen Essen haben. Ja, Zwiebeln sind verteilt, jetzt nehmen wir uns die Rippchen und die werden auch einfach lose darüber verteilt. Dieser dunkle Bratensatz da im Bräter, der löst sich im Laufe des Kochvorgangs von selbst. Warum ich jetzt gerade so gelacht habe, ihr habt vielleicht am Finger gesehen, wie sticky, also wie klebrig fest die Soße ist. Das ist genau so, wie ich die Barbecue-Soße mag. Die soll nicht irgendwie flüssig daher schlotzen, die muss richtig fest sein. So ist das herrlich. Ja, und jetzt schnappen wir uns die leckere Soße und gießen die komplett über die Rippchen. Ihr könnt die Soße natürlich auch einfach so kochen, weil die ist super lecker. Also wirklich für alles Mögliche, wofür man eine gute Barbecue-Soße haben möchte, geeignet. Die ist auch, wie ihr merkt, ohne Rauch, weil ich stehe überhaupt nicht drauf, mit künstlichen Raucharoma, also flüssigen Rauch oder Rauchsalz oder sonst irgendwas zu arbeiten. Wenn ich Rauch an der Soße haben möchte, dann, ja, dann muss ich doch raus aus der Küche und bereite die im und am Grill vor und gebe ein bisschen Räucherholz dazu. Weil Barbecue-Soßen sind in Wirklichkeit nicht rauchig, das wird euch nur vorgegaukelt. Okay, wir haben jetzt die Soße nochmal mit dem Löffel verteilt. Die Hitze auf dem Herd unter dem Bräter ist recht gering und jetzt Deckel drauf und dann haben wir erstmal ja, eine gute Stunde Ruhe, weil das Ganze braucht jetzt 2 Stunden. 2 Stunden bei schwacher Hitze. So sieht das nach ungefähr einer Stunde aus. Ihr seht, das köchelt ganz locker vor sich hin. Was wir nach einer Stunde machen ist, wir drehen die einmal um, ja, damit sie halt so ein bisschen gleichmäßig durchschmoren. Und was man hier bei dem Stückchen schon sieht, ja, herrlich, da zieht sich das Fleisch schon vom Knochen zurück. Das heißt, da haben wir schon mal einen Griff, um das später zu vernaschen. So, alles umdrehen, dann kommt der Deckel wieder drauf und dann brauchen wir natürlich noch eine Beilage. Und die Beilage wird in diesem Fall oder werden in diesem Fall Wedges sein, auch mit einer eigenen Gewürzmischung. Das ist nichts anderes als geräucherte Paprika, Zwiebelpulver und Salz. Wie gesagt, genaue Mengenangaben im PDF unten oder unten unterm Video in der Beschreibung. So, Kartoffeln schälen und die werden dann, wenn sie geschält sind, einmal geachtelt. So sehen geschälte Kartoffeln aus. Danke, Onkel Jenny. So, die schnappen wir uns jetzt, wie gesagt, und achteln die einmal durch. Ja, echt spektakulär, jemand zuzuschauen, wie er Kartoffeln in Achtel schneidet. Ja, aber so sollten sie dann aussehen und dann wandern die in die Schüssel. Ich vermische jetzt mal schnell die Gewürze miteinander und ja, die wandern dann hier in so eine Schüssel. Dann kann ich die ordentlich und vor allen Dingen gleichmäßig auch mit dem Gewürz bestreuen. Ich gebe über die Kartoffeln jetzt schon mal einen Schuss Öl und mixe das einmal grob durch. Da benutze ich auch einen Handschuh, weil das ist dann... das Gewürz, also die geräucherte Paprika später, die wird euch ordentlich rote Hände machen. Das muss nicht sein. So, jetzt geben wir so nach und nach die Gewürzmischung über die Kartoffeln und ja, rein mit der Hand und leicht, also nicht durchkneten, leicht alles verteilen, bis das Ganze dann so aussieht und dann nicht lange stehen lassen, sondern sofort ein Backblech nehmen, ein Stück Backpapier drauf und die Kartoffeln da drauf stellen, weil jetzt ist der Moment da, dass die Kartoffeln anfangen, sehr viel Flüssigkeit abzugeben und dann bleibt das Gewürz, dieses leckere Gewürz in der Schüssel. Ihr werdet gleich sehen, wie viel Feuchtigkeit da entstanden ist. Das bleibt in der Schüssel und nicht an den Kartoffeln und das wäre echt schade. Und die verteilen wir jetzt einfach locker auf dem Backblech. Die können jetzt liegen, stehen, keine Ahnung. Das ist der Kartoffelscheibe selbst überlassen. So, da haben wir die letzte auch schon drauf und hier rechts in der Schüssel könnt ihr schon sehen, wie viel Flüssigkeit da rausgekommen ist und das war schon fast zu viel, darum ruckizucki arbeiten. Ne? Also das ist eine ganze Menge. So,
So, für 45 Minuten waren die Kartoffeln jetzt im Ofen bei gut 180 Grad und dann ist alles fertig. Die Rippchen sind zeitgleich mit den Kartoffeln fertig und dieses spektakuläre Tellerbild zeigt euch, wie toll das Ganze aussehen kann. Wer mag, darf da noch ein bisschen Grünzeug dran tun. Ich esse das jetzt. Ja, ich hoffe, das war mal wieder ein interessantes Rezept für euch und ihr seht, man muss nicht den großen Smoker haben, man kann das Ganze auch in der Küche machen und das schmeckt. Denkt dran, die Soße könnt ihr auch selbst für sich kochen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal in Onkel Jellys Kochstudio. Bis dahin, euer Jelly.